Guten Morgen, Südtirol, neue Folge heute vom Fit durch den April. Ich hoffe, du hast noch ein Functional Workout mit der Gabi gestern, nicht so viel Muskelkater heute und kurz allewegen haben wir uns gedacht, machen wir heute mal ein Thema für einen Inhalt zum Thema Entspannung. Und zwar, Entspannung findet in so einer Meinung nach am besten statt, indem du mal die Atmung kontrollierst. Gell? Und da wäre doch heute ein paar Elemente aus dem Qigong. Qigong ist die chinesische Tradition, einfach in Bewegung sein mit der Atmung. Sinngemäß kannst du das auch übersetzen, Qigong, der Atem des Lebens, wenn du magst. Und gerade wieder passend zu der entschleunigten Zeit alleweil, vielleicht einmal bewusst die Atmung wahrnehmen. Bevor wir das aber machen, möchte ich zuerst ein bisschen aktivieren. Und zwar werden wir die Meridiane, das sind einfach Energiebahnen im Körper, heißt man so mal als Überbegriff, ein bisschen klopfen, dann sind wir energetisch auf dem gleichen Level und danach werden wir einige in ein paar Grundbewegungen und in die Grundatmung vom Qigong. Okay? Du brauchst halt nichts, wir machen das Qigong im Stehen. Das Einzige vielleicht, was ganz angenehm sein kann, ist barfuß zu stehen, wie du siehst, damit du einen besseren Kontakt zum Boden oder später zu Mutter Erde hast. Ich würde sagen, wir lassen es auch schon losgehen. Und zwar einmal rein zum Aktivieren, zum Meridianklopfen. Stellst du bitte Hüftbreite auf, die Fußsohlen seien parallel. Und dann fangst du mit deinen Fingerkupfen hinten in deinen Nacken einzuklopfen. Entscheide du die Intensität, komm nach oben zum Schädel, nach vorne zu deiner Stirn, klopf langsam außen über die Schläfen bis unter die Ohren. Gell? Und gerade beim Klopfen, was ein bisschen unangenehm ist, kannst du öfter bleiben oder ein bisschen öfter klopfen. Gehen wir über die Wangen wieder ein, Richtung Nase unter die Augen und Ohr zum Kinn. Du kannst den Mund ein bisschen hin und her bewegen, offen lassen, hin und her bewegen und klopfen. Schaut lustig aus, sieht eh keiner. Hals und Schilddrüse ganz sanft bis Ohr zu deinem Brustbein. Mach jetzt mit der rechten Hand der Faust. Du streckst die linke Hand mit der Handfläche nach oben zur Seite und klopfst jetzt über dein Schlüsselbein außen, Schulter, Oberarm, Innenseite, Ellenbogen, Unterarm, Handfläche und Finger. Dreh die linke Hand um, dass du jetzt auf der Außenseite bist und klopf die Finger entlang, Auer, Unterarm, Außenseite, Oberarm, Außenseite, Schulter und Nacken. Ja, du kannst schon den Klopfen, den Muskel oben das ganz gern. Komm über Schlüsselbein wieder zurück zum Brustkorb oder Brustbein. Fliegender Wechsel, linke Hand übernimmt das Klopfen, die rechte geht zur Seite. Schlüsselbein Richtung Schulter, Oberarm Innenseite, oben klopfen, Unterarm Innenseite, Handgelenke, Hände und Finger und dann umdrehen und auf der Außenseite Finger, Hand, Unterarm Außenseite Richtung Ellenbogen, zwickt oft einmal ein bisschen, Oberarm, Schulter, und Nacken. Geh wieder über Schlüsselbein zurück. Bis zu deinem Brustbein und jetzt klopfen beide wieder. Langsam nach unten über die Rippenbögen, zur Seite, nach hinten zu den Nieren. Die Nieren im Qigong, die Lebensbatterie. Und jetzt durch die Knie beugen, die Hände öffnen und jetzt mal auf dein Gesäß. Oberschenkel, Rückseite, Kniehöhle, Waden, Kinder nach unten, wenn es geht. Nach vorne zu den Zärchen, Faust machen. Über den Fußrücken zum Sprunggelenk,
Schienbein. Beim Knie machst du eine Ehrenrunde oder zwei. Oberschenkel, Vorderseite. Bis zu deinen Beckenknochen. Und nochmal, Finger öffnen, seitlich einklopfen. Seitlich entlang, Knie wagen. Außenseite, Fußkanten, Innenseite und Innenseite, aber klopfen. Beim Knie wieder eine Ehrenrunde, Oberschenkel, Innenseite, Schambereich bitte ganz sanft und dann Organbereich im Uhrzeigersinn. Du merkst, wie das aktivierend wirkt, der Puls geht ab, ein bisschen auf, die Durchblutung wird ungerecht. Und genau zu deinem Herzen. Die Hände überkreuzen. Noch klopfen und langsam kommst du zum Stehen. Beim Einatmen gehen wir auf die Fußspitzen. Ausatmen, lösen und loslassen. Genau. Richtest du nochmal auf. Hände überkreuzt auf dein Herz. Machen wir noch zweimal. Einatmen auf die Fußspitzen. Und loslassen. Genau. Und machen wir noch ein drittes und letztes Mal. Hände überkreuzt auf deinem Brustkorb. Einatmen auf die Fußspitzen. Und ausatmen. Loslassen und langsam wieder aufrichten. Gut. Oft ist es ein bisschen getaugt. Du spürst ja jetzt ein bisschen mehr energetisch sein wir, mehr oder weniger jetzt auf dem gleichen Niveau. Und dann kann man auch schon anfangen, die Basic vom Qigong zu erklären. Ich starte mal mit der Lichtatmung, wie das heißt. Klingt ein bisschen speziell, aber versuch dich einfach, ich mache das Qigong ganz gerne in Bilder, versuch dich einfach auf die Bilder einzulassen und deswegen auch die Basic, diese Lichtatmung ersprechen. Hat vielleicht noch einen Sinn. Kann ich zur Altersform loslegen? Beim Qigong wieder richtig Hüftbreite, Fußsohlen parallel. Nicht unbedingt zu weit nach außen. Ja. Die Knie ein bisschen wach lassen, das Becken leicht nach hinten schieben. Generell sind wir bei unserem Berufsalltag die meisten Fans mit der Schulter nach vorne gerannt und in einer leichten Rundrücke von der Computertastatur. Gerade selber wegen richtet mein Oberkörper ein bisschen auf und schau. Unter deinen Achsen hast du so eine Art einen Wattebausch. Okay, also nicht bitte so verkrampft stehen, sondern öffnen. Und einmal in die Grundposition kommen. Okay, du hast, stellst du vor deine Hände haltest du am Bolle, mal zum Umfangen. Und mit Einatmen begleitest du den Ball nach oben, bis zu deinem Herzen. Beim Ausatmen rotieren die Handflächen nach unten, bis in deine Mitte. Beim Einatmen von der Mitte wieder bis zu deinem Herzen, begleitest du den Ball nach oben. Und ausatmen, vom Herzen zur Mitte. Versuch dabei, deine Finger und deine Hände ganz weich und locker zu lassen. Einatmen nach oben. Und ausatmen, Hände drehen und wieder nach unten. Mach nur zwei, drei in deinem Tempo. Und noch ein letztes Mal. Und auslösen. Gut. Das war eine kleine Einführung, damit du auch weißt, was wir zwischen den einzelnen Übungen welche Bewegung machen und sei es eben gerade diese Lichtatmung. Wir werden heute drei Übungen machen aus dem Qigong. Natürlich gehört da ein bisschen mehr dazu, die Einstimmung, die richtige. Und da ist Energetisieren, es Balancieren. Das mache ich heute ein bisschen schneller. Mir ist wichtig, dass du es einmal gesehen hast. Und wenn dir das Qigong gefällt, dann kannst du das ja für dich zeitlich so ausbauen, wie du magst. Ja.
Zum Starten bitte bringst du deine Fußsohlen ganz zusammen, richtest dich wieder auf und du stellst dir vor, du bist ein Baum im Wind und schwingst leicht nach vorne und nach hinten. Geh ganz weich und locker, lass die Schultern und die Arme hängen, die Atmung geht tief. Du rollst über die Fußsohlen ab, nach vorne und hinten. Du als Baum im Wind schwingst jetzt ein bisschen zur Seite hin und her, weil der Wind sich dreht. Also ein bisschen nach links und rechts. Mach's nicht so schnell, dass du nach außen wirfst. Du brauchst kleine Bewegungen. Spür deine Fußsohlen. Und dann fang schon über die Fußsohlen unten außen zu kreisen. Also spiralförmig schraubst du nach oben in eine Richtung. Und dann änderst du die Drehrichtung und schraubst du nach unten in die Erde. Auch da spür mal die Fußsohlen, wie sich Gewicht verteilt und abrollt. Und komm langsam zum Stehen. Gut, wir werden das Qi, die Energie, jetzt aktivieren, indem wir unsere Handflächen aneinander reiben. Auch zwischen den Fingern, auch den Handrücken. Legen die Hände noch auf die Mitte. Qigong, das mittlere Dantian, und mache jetzt mit links einen Schritt zur Seite. Hüftbreit, Fuß und parallel. Gell, wie gesagt, die Knie ein bisschen hoch, aber trotzdem stabil, Becken leicht nach hinten schieben. Und jetzt löse deine Hände in die Ausgangsposition. Stell dir vor, zwischen deine Hände haltest du deine Energie, dein Qi. Es kann eine Form von Licht sein, von Sonne sein, ein Feuerball. Schau, was du auf Hohn sprichst. Da ist ein bisschen deine Intuition jetzt gefragt. Mit dem nächsten Einatmen lass das Qi, dieses Feuer, die Energie aus deinen Handflächen in deine Mitte fließen. Der Höhe des Bauchknobels zur Wirbelsäule hin. Das Licht ist jetzt in deiner Mitte und beim Einatmen begleiten deine Hände entlang der Wirbelsäule nach oben bis zu deinem Herzen. Ausatmen, rotieren die Handflächen nach unten und Wirbel für Wirbel wandert das Qi, das Licht, die Energie wieder nach unten in deine Mitte. Einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben und ausatmen, wieder zurück in deine Mitte. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen, damit du die Atmung und die Bewegung noch besser in deiner Achtsamkeit ausführen kannst. Und du kannst auch, wenn du magst, live auf meine Stimme achten. Beim Einatmen nach oben, Wirbel für Wirbel, die Lichtatmung und vom Herzen zur Mitte wieder ausatmen. Jetzt lassen wir das ein bisschen dynamischer werden. Beim Einatmen strecken wir die Beine durch. Beim Ausatmen die Knie ein bisschen beugen, ein bisschen mit nach unten kommen. Hände drehen beim Einatmen nach oben, streck die Beine durch und ausatmen, wieder abseits. Einatmen nach oben, die Atmung fließt alle weit tiefer in deine Mitte und ausatmen, wieder nach unten. Während du in der Lichtatmung und in der Bewegung bleibst,
Kehr deine Aufmerksamkeit in deine Fußsohlen. Spüre mal den Kontakt zum Fußboden oder zur Mutter Erde. Stell dir mal die große Kraft von Mutter Erde vor. Das ganze Wissen, die ganze Energie, was in ihr herrscht. Du möchtest diese Kraft, diese Energie ein bisschen umzapfen, indem du dir vorstellst, aus deinen Fußsohlen wachsen vielleicht kleine Wurzeln nach unten. Die Atmung geht weiterhin tief. Die Lichtatmung beim Ausatmen Wirbel für Wirbel zur Mitte, beim Einatmen nach unten. Intention, Verbindung mit Mutter Erde. Spürst sogar vielleicht, wie du oben und mal langsam leichter wirst und unten in deine Füße alleweil schwerer. Und beim nächsten Ausatmen lass deine Hände nach unten hinten gehen, geh ein bisschen weiter mit in die Knie, sammle die Energie von Mutter Erde auf, in deine Fußsohlen, nach oben bis zur Mitte, bis zu deinem Herz. Und beim Ausatmen verbrauch das, ausfließen lassen, die Vergangenheit ruhen lassen, einsammeln Energie von Mutter Erde durch die Fußsohlen zur Mitte bis zu deinem Herzen. Ausatmen, Vergangenes ruhen lassen. Und hol noch von der Erdenergie so viel, wie du magst, wie dir gut tut, wie du brauchst, weil die Erde hat so viel Energie für dich zur Verfügung. Unbeschreiblich. Schau, dass die Bewegung und die Atmung schön dynamisch ist und fließt. Du bist weich und locker. Beim nächsten Einatmen sammel noch einmal ein. Komm nach oben und von da gehst du noch einmal in die Lichtatmung über. Beim Einatmen von der Mitte noch zum Herzen, der Wirbelsäule entlang. Beim Ausatmen vom Herzen zur Mitte. Nochmal. Und beim nächsten Einatmen überkreuze deine Hände und lege sie auf dein Herz. Ist jetzt die Zeit ein bisschen zum Nachspüren. Vielleicht kannst du unter deine Handflächen ein Herz schlagen, erden. Die Verbindung zur Mutter Erde ist hergestellt. Wir gehen in die nächste Übung ein. Wir grüßen Vater Himmel. Mit Ausatmen löse deine Hände dran, die Handflächen nach vorne. Und zieh ich nach oben auch, ja, bring Länge ein in deinen Körper. Blick geht nach oben. Begrüße Vater Himmel oder die Urkraft. Und mit dem nächsten Ausatmen spannen Regenbogen über dir. Zur Seite, komm ein bisschen mit euch in die Knie. Atme durch deine Fußsohlen wieder ein, durch die Beine, durch die Mitte, bis deinem Herzen einatmen. Ausatmen, Hände rotieren nach oben, stütze Vater Himmel. Bleib ein bisschen in der Länge. Und mit dem nächsten Ausatmen spanne den Regenbogen über dir. Komm wieder mit in die Knie. Und fang da bis nun deinen Rhythmus, deine Dynamik zu entwickeln. Mach's langsam, so wie die Atmung fließt.
Spanne den Regenbogen noch ein letztes Mal. Und komm dann bitte zurück in die Lichter. Von der Mitte zum Herzen ein. Vom Herzen zur Mitte ausatmen. Nächsten Einatmen, kreuze bitte deine Hände und leg sie wieder auf dein Herz. Zum Nachspüren. Wir kommen zur nächsten und letzten Übung für heute. Verbindung zu Mutter Erde über deine Fußsohlen ist hergestellt. Die Urkraft oder das Universum oben dir hast du angemacht. Und jetzt verbinden wir die zwei miteinander. Im nächsten Ausatmen löse bitte deine Handflächen. Die eine Hand schiebt nach oben, die andere schiebt nach unten. Himmel und Erde verbinden. Da bleibst du ein bisschen. Mit dem nächsten Ausatmen wärst du wieder weich. Die eine Hand geht nach unten, die andere nach oben. Kreuzen sich vor deinem Herzen. Und du stützt mit der anderen Seite. Himmel und Erde stützen. Kommt ein bisschen bleiben und dann wieder weich und locker werden. Und wieder abwechseln. Du kannst dir vom Bild her vorstellen, dass du die Verbindung bist zwischen den zwei riesengroßen Kräften. Die Energien kannst du auch fließen lassen in dich hinein oder durch dich durch. Wichtig ist, die Bewegung weiterhin in der Atmung auszuführen. Mach das noch bitte einmal pro Seite. Immer mit beiden Armen zur Seite nach außen. Lass sie nach unten sinken. Und leg deine Handflächen überkreuzt über dein mittleres Dantien. Spür ein bisschen noch. Die Energie in der Mitte steht dir jederzeit zur Verfügung. Bring deinen linken Fuß dann zu deinem rechten. Und mit dem nächsten Ausatmen löse deine Hände. Okay. Danach machst du mit rechts einen Schritt bitte nach vorne und gehst noch ein bisschen durch den Raum, bis du dich wieder wohlfühlst, bis du wieder da bist. Ich möchte mich für heute schon verabschieden bei dir. Das war ein kleiner Exkursion in die Entspannung mit Qigong. Ich kann allein erfahrungsgemäß sagen, der, was das heute das erste Mal gemacht hat, denkt, soll das, geht gar nicht, die Atmung und die Bewegung und Licht und Mittellicht und so weiter. Wenn du dich darauf einlässt und das hin und wieder magst, wir haben in ganz Südtirol viele gute Leute, es werden auch Qigong-Kurse umgebauten. Mit 4-5 Einheiten wirst du die einlassen können. Die Atmung wird tiefer und das Qi, das kannst du in Geiling auf deine Fingerspitzen und auf deine Hände spüren. Und im besten Fall auch durch deinen Körper ein bisschen steuern lassen. Aber für das brauchst du halt wie bei allen Wandern auch ein bisschen Übung. Und deswegen lass dich ein, probier's und vielleicht gefällt dir ja diese Art der Entspannung auch ganz gut. In diesem Sinne sage ich, als Harry vom Lebenscampus, danke fürs Mitmachen. Ich wünsche natürlich noch eine gute Zeit. Morgen ist wieder etwas Spannendes für dich dabei. Wenn Fragen sind, bitte einfach schreiben. In den Socials sind wir überall präsent. Sei es die Gabi, die Katrin oder Tamara.
jederzeit gerne für Fragen offen. In diesem Sinne, mach mit rechts jetzt einen Schritt nach vorne und gerne ein bisschen durch den Raum.